Hallo, liebe Leute, also mein Plan scheint schon aufzugehen. Ich fühle mich viel, 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 viel besser. Und ich werde jetzt meinen halben Tag, wenn noch mehr, nicht, also mich darauf zu konzentrieren, meine Energiekanäle einfach in Schwung zu bringen. Ich fühle mich einfach massiv anders als gestern. Und ich habe gestern schon sehr viel Übungen gemacht. Mahasakral Mudra, kleine Babypose, dieses Schwingen, was ich gezeigt habe. Viele andere Sachen, Selbstmassage, Klopfen. Also ich wende jetzt im Endeffekt alles an mich selber an und ich muss sagen, also das Gefühl heute ist schon mal ganz anders und ich merke, ich brauche so einen Dauerretreat für mich selber. Als Hochsensibler tut mir das einfach gut. So, und jetzt möchte ich noch was sagen. Ich bin um circa 2:30 aufgewacht, wundere mich total, dass ich hellwach bin. Moment, hier fehlt Batterie. Ich wundere mich, warum ich total hellwach bin. Und dann merke ich, so 10 Sekunden drauf, dass ich von einer Katze aufgewacht worden bin. Aber nicht, weil die Katze Lärm gemacht hat, sondern weil die Katze, weil die Katze einfach präsent ist. Und ich habe euch erzählt, bei Estepona habe ich mit 90 Katzen gelebt. Und ich habe die Katzen, ich habe, das war für mich eine Zeit wie des Beobachtens. Das war ein neues Fenster sozusagen, von dem ich immer erzähle. Ich gehe quasi von Fenster zu Fenster und beobachte spirituell. Ich bin der spirituelle Beobachter. Und habe die Katzenmama sozusagen beobachtet. Ich habe die anderen Leute beobachtet, mich selber beobachtet. Und ich kenne auch Leute mit Hunden, habe das genau beobachtet und habe festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass von allen Menschen, die ich kenne, die mit Haustieren zu tun haben, dass es deren Rhythmus durcheinander bringt. Der normale menschliche Rhythmus wird durcheinander gebracht. Das Schlafen, alle diese Sachen. Ich will nicht sagen, dass diese Haustiere nicht prinzipiell irgendwie nützlich sind. Also weil zum Beispiel einen definitiven Nutzen, den diese Tiere haben, ist zum Beispiel, also jetzt im Hund. Hund beschützt dich ja. Was man meistens gar nicht braucht, nicht in Europa zumindest. Und nicht, wenn du in der Stadt wohnst oder so. Und das andere ist, die Katze schützt dich vor Mäusen, klar, weil du wirst dann nicht eine Überflut von Mäusen in den Städten und Dörfern haben. Also speziell in Dörfern ist das absolut genial, Katzen zu haben draußen. Jetzt kommt was Wichtiges. Ich will damit auch nicht irgendwie mir Feinde schaffen, weil natürlich viele Leute ihre Haustiere lieben. Wenn du schon welche hast und du schaffst es, du bringst es übers Herz, dann würde ich sie dazu bringen, dass sie nicht in der Nähe von dir schlafen. Und damit meine ich wirklich, dass sie relativ weit weg sind. Das Problem bei mir ist durch meine Hochsensibilität, ich spüre auch, wenn die hier vorbeigehen. Also ich spüre die Energie einfach. Und Mäuse zum Beispiel haben manchmal noch ein größeres, oder Rattenmäuse haben noch ein größeres Energiefeld als Katzen, witzigerweise. Man sagt ja in irgendeiner Religion, ich weiß nicht, ob das Hinduisten sind, dass da auch Menschen reinkarniert sind als Ratten oder so, keine Ahnung. Und das wollte ich mit euch teilen, weil ich das, glaube ich, nur einmal gesagt hatte bis jetzt und das war auf meinem früheren Kanal. Ich glaube, auf diesem Kanal habe ich das noch nie gesagt. Das Kat Doch, habe ich schon. Ich bin mir nicht sicher, aber auf alle Fälle sage ich es nochmal, weil es halt gestern so relevant war mit dem Aufwachen, dass Katzen und Hunde und andere Tiere und Haustiere deinen Schlaf stören. Und ich habe jetzt, wo ich von Ort zu Ort gereist bin, ist mir das aufgefallen, dass das so ist. Und ich habe hier etwas, was auf mich was gestochen hätte. Ich glaube, das ist so Mücke oder so. In den Fuß gestochen. Und ja, und wenn du keine hast, hol dir keine. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du sie brauchst, ist sehr gering. Und ja, es gibt halt Menschen, die sie als Liebe brauchen, ja, weil sie sonst keine Liebe geben und erfahren können. Das ist aus meiner Sicht ein spiritueller Mangel. Also weniger ein ich glaube, es ist gut zu lernen, auch ohne dem klarzukommen. So. Und aber du kannst es ist schwierig zu sagen. Also ich sag mal so,
Ich merke an Menschen, die Katzen und Hunde haben, dass sie schneller altern, weil ihr Schlafrhythmus gebrochen ist. Und ich glaube, das Abwiegen so ist für mich, das ist so wie Rauchen. Also gut, Rauchen ist jetzt ein schlechteres Beispiel, aber das lässt sich halt schneller altern und du merkst das gar nicht, ja, weil du einfach schlechter schläfst. Es gibt viele Aspekte, die dich schlechter vielleicht schlafen lassen. Ja? Das müssen jetzt nicht unbedingt Haustiere nur sein. Aber Haustiere weiß ich bei mir und bei anderen 100%, dass es dazu führt. Ich habe es bei jedem beobachtet. Manchmal sind sie sich dessen bewusst, manchmal nicht. Ich habe es tatsächlich bei jedem beobachtet. Zum Beispiel, dein Körper will noch weiter schlafen, aber dein Tier weckt dich schon um 5 oder 6 oder kotzt um 3 Uhr in der Früh. Weil es irgendwas Schlechtes gegessen hat oder will gestreichelt werden oder kratzt irgendwo an der Tür. Das sind alles Dinge, die dir verloren gehen an Schlaf, auch wenn es minimal scheint, ja. Und dann fehlt dir diese Energie auch tagsüber. Und überleg auch, wie viel Zeit du investierst in Tiere. Also egal welche. Du musst dich um das Essen kümmern, um alles kümmern, um die Ärzte. Ums Geld geht es überhaupt nicht. Der Tier hat Geld, aber offensichtlich. Aber mir geht es darum, um das Energetische. Und ja, wollte ich mit euch so teilen. Wird wahrscheinlich einige Leute triggern, aber es ist hundertprozentig so. Für mich ohne Zweifel. Ob man es so sehen will oder nicht. Also überleg einfach mal, wenn du so ein Tier hast, wie oft du nachts aufstehen musstest oder geweckt worden bist oder was auch immer. Oder später oder früher schlafen gegangen ist, aufgewacht bist wegen dem Tier. Hunde haben ja auch einen ganz anderen Schlafrhythmus. Ich weiß nicht. Ja, und Katzen sind sowieso nachtaktiv. Ich kenne eine Frau, die, ja, okay, diese Katzenfrau, die kennt ihr ja auch, also als Katzenfrau kennt ihr die. Die sieht einfach brutal ausgelaugt aus. Gut, sie hat auch 90 Katzen, ja, nicht alle am gleichen Ort, aber sie sieht einfach brutal ausgelaugt aus und total fertig und das liegt tatsächlich an den Katzen. Weil wenn sie diese ganze Energie, und ich merke das halt jetzt, wo ich meine Energie auf mich lenke, auf sich lenken würde, würde sie locker 5 bis 10 Jahre verjüngern und sich ganz anders fühlen und sich ganz anders nach außen geben und auch nicht so frustriert sein. Das ist nämlich auch so, jede extra Verantwortung entzieht dir Energie. Wenn es deine eigenen Kinder sind, dann machst du das. Aber musst du es bei Dingen oder bei Tieren machen, die eigentlich nicht wirklich deine Verantwortung sind, sozusagen? Ja. Aber natürlich, wenn man schon ein Tier hat und 10 Jahre, dann wird man das auch noch durchziehen. Aber ich wollte nur, dass ihr da bewusst seid. Und es gibt bestimmt Möglichkeiten, das zu verändern. Ich habe zum Beispiel jemanden, den ich kenne, habe ich immer gesagt, so, guck mal, dass der Hund schläft, wo du nicht bist. Vielleicht 2 Türen weiter oder so, damit er keine Chance hat, dich zu wecken. Der gewöhnt sich dran. So. Und natürlich kann die Person das nicht machen. Viele erlauben sogar, dass sie in dem Bett schlafen und so. Also das ist eine ganz andere Nummer. Aber okay, wollte euch mal erzählen. Und als Hochsensibler, ja, da muss man extra drauf aufpassen.